Nee, nicht Taverne. Wie heißt das? Ach so. Ach, fuck you. So ein Brunnen oder so. Ja, genau, sowas ähnliches. Vielleicht finden wir eine Pyramide. Ein Tempel? Pyramide. Hä? Seit wann gibt's denn Pyramiden in Minecraft? Schon lang. Das heißt halt Tempel. So lang, wie es auch diese Brunnen gibt. Dann gibt's. Nee, das ist eine Lüge. Brunnen gab's schon davor. Brunnen gab's schon, als ich noch auf Schinken wieder Let's Plays gemacht habe. Wirklich, aber halt ganz vereinzelt. Und da habe ich mich schon gefragt, lol, was ist das? Da gab's noch nicht mal Villager, als es Brunnen gab. Nur so als Information. Ach so. Wirklich? Ja. Oh, guck mal, hier schwimmt Sand. Cool. Ja, ne? Wo denn? Auch runterspringen. Will, muss. So, ja gut, laufen wir mal die Wüste auch entlang, oder? Wahrscheinlich laufen wir rechts und links an Ding vorbei. Soll ich unser Glück kennen? Ach, guck mal. Nee, doch nicht. Okay. Ich hab einmal wieder was Grünes gesehen, dachte mir so, yay. Aber dann halt irgendwie doch nicht so. Naja. Wollen wir geradeaus einfach weiter? Ja, warte mal ganz kurz. Wo bist du jetzt? Achso, nee, doch. Also rechts geht dann. Na komm, lass mal so ein bisschen so am Fluss entlang. Was war denn das für ein Geräusch jetzt? Das hat sich ein bisschen angeschaut wie ein Klicker. Dieses. Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht nachmachen, aber es hat sich angeschaut wie ein Klicker so ein bisschen. Guck mal, da vorne haben wir einen Wüstentempel. Yay. Ja, das meine ich doch mit Pyramide. Ja, Tempel, sag ich ja. Aber bitte nicht instant runterfallen, okay? Nein, wirklich. Ist okay, Jana. Weißt du, warum stellst du dich jetzt vor? Alter! 2 Diamanten! Ein Emerald! Yeah! Nice one. TNT bitte mitnehmen, danke. So, habe ich. Was liegt hier? Okay. Jana. Du dumme. Weißt du? Nee! Was machst du jetzt hier? So. Neu. Okay, da wollen wir dann hier weiter noch gehen, oder? Also, wo müssen wir denn jetzt hier kommen eigentlich? Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Dann einmal hier außen rum. Ne, das ist nicht ernsthaft schon wieder. Schnee. Ah, das ist so geil, weißt du? Wenn einfach überall Schnee ist und man einfach ein Dschungelbiom sucht. Was machen wir jetzt? Wenn wir hier links gehen. Okay. Na, ganz grob weiß ich noch, wo unser Haus ist. Hast du einen Kompass dabei oder so? Ein was? Ein Kompass? Ja. Hast du? Ja. Ah, okay. Ja, sorry, das... Danke. Guck mal, voll cool. Lol, das ist da unten, was ist denn das? Achso. Was ist voll cool? Ich weiß nicht, wo du bist. Jo. Hey, was ist denn voll cool? Hallo? Was denn? Alter. Du sagst gerade voll cool und ich frag 500 Mal, was denn cool ist. Ja, es ist schon weg. Ja. Okay, so. Lol.
Weiß ich, hab plötzlich die ganze Welt aufgebaut, ne? Ist da jetzt Meer? Oder ist auf der anderen Seite wieder Land? Oh, das ist ja. Nee, da will ich jetzt nicht schwimmen, oder? Wollen wir da schwimmen? Nee, oder? Nein. Ja, das ist natürlich irgendwie doof jetzt, weil. Irgendwie. Ja. Weißt du, ich hatte halt vor mit dem Dschungelholz, diese Kakaobohnen quasi. Weißt du, also ich hatte vor, Zäune hinzumachen, also unten halt immer ein, so, also ein Zaun, dann halt, wie, als ob so ein Stamm quasi, also jetzt nicht 2x2, sondern 1x1 halt einfach nur, also ein 1er Stamm quasi mit Durchmesser, ein Block, einfach auf so Zäunen liegt quasi und dann an der Seite quasi diese Kakaobohnen wachsen, so, weißt du, was ich meine? Das hatte ich eigentlich vor, damit zu machen, weil Kakaobohnen ja eh aus dem Dschungel kommen quasi und, das würde sich ja dann voll anbieten und dann, wenn da eh so viel Holz ist, dann hätte ich auch das Holz gleich genommen, um die Hecke zu machen. Weil das sieht man ja nicht, das ist ja nur der Stamm quasi, den man da durchsehen würde. Und, also nicht das Äußere, die Rinde, sondern halt nur dieser Stamm von oben. Und das sehen ja alle Stämme sehen ja gleich aus, von oben, ne? Und, Bist du hingerannt? Ins Schneebiom rein. Ja, da bin ich auch. Einfach immer entlang halt so. Ach, guck mal hier, links von dir. Ah. Oh, Sonnenaufgang. Aber wenn wir jetzt nichts anderes finden, dann. Ich will auch jetzt nicht einfach random zu irgendeinem anderen Holz greifen. Ich meine, what the fuck, es muss irgendwann einen Dschungel geben. Komm, lass mal wieder in Richtung Heimat laufen, so halbwegs, so. Weißt du, wo ich noch bin, so? Mhm. Okay. Oh, Schatz. What? Willst du mal kurz hochkommen und dich neben mich stellen? Ja, mach mal schnell. Was? Hörst du mir nicht zu, wenn ich rede, so? Ja, du bist hast du, wow. Voll schlechte Qualität. Ich höre dich halt nicht so richtig. Immer noch, oder was? Ja, nee, jetzt gerade. Ja, okay. Entschuldigung. Ich wollte gerade einen neuen Screenshot machen als Thumbnail, aber ja, ist schon vorbei. Der Sonnenaufgang war ja jetzt schon. Und du bist auch weitergelaufen und daher ist ja egal. Oh, lol. Okay, was haben wir jetzt hier vorne? Mischwald und noch ein bisschen Schnee. Voll Kacke. Normalerweise ist man von Dschungels umgeben und dann, ja, wenn man einen, ne, braucht, findet man Geld. Das ist Karma. Was hat das mit Karma zu tun? Schlechtes Karma. Wir, oder was? Ja, die Welt, oder? In die Richtung, die wir gerade laufen, zeigt auch dein Kompass so ein bisschen, oder? Guck mal, hier ist ein Sumpf. Ja. Das ist der Sumpf, wo wir am Anfang durchgelaufen sind, wenn ich mich jetzt nicht hundertprozentig täusche. Was? An welchem Anfang? Am Anfang sind wir durch einen Sumpf gelaufen, durch einen. Wo bist du? Im Sumpf. Wenn ich, also, die Kompassnadel zeigt schon so in Richtung Sumpf durch, oder? So, halbwegs. Ich sehe dich halt nicht. Ja, wo bist denn du? Du hast gerade gesagt, das ist ein Sumpf. Wir können nicht so weit auseinander sein. Ich war die ganze Zeit hinter dir. Ja, halt nicht auf der Seite vom Sumpf, sondern links von dir, der Sumpf. Mhm. Hier ist auch ein Hexenhaus. Voll geil. Ich würde das erstmal abchecken gehen. Ja, mach ich jetzt auch. Aber es ist eh keine Hexe da. Ich verstehe das eben nicht, warum es Hexenhäuser gibt ohne Hexen. Also, ich meine, es gibt schon Hexen, aber. Ach, warte mal, ich habe auch Mobs gar nicht. Da ist ein Dschungel, ne? Das weißt du. Wirklich? Ja. Bist ja gerade irgendwie drauf zugelaufen. Lol, das ist direkt neben mir. Okay, dann ist es doch nicht dieses Biom. Ja, sag mal, in welche Richtung ist denn... Ja, geradeaus jetzt, von mir aus. Die Stecknadel des Kompasses. Ja. Wirklich? Jaha. Lol. Hä, das ist ja nicht der Dschungel, der Sumpf vom Anfang an gewesen, von der ersten Folge. Ja, genau.
Das war der ja nicht. Ja, nee, nein, das, den meine ich auch nicht. Aber ich meine, wir sind quasi, als wir das erste Mal geschwommen sind, wo wir dann kurz nach dem Experience-Kügelchen, wo wir das erste Mal geschwommen sind, da war auch noch so ein kleiner Dschungel, wo wir durch sind. So, im Dschungel dürfen wir uns jetzt aber auch nicht verlieren. Warte, wollen wir gleich den Baum abfällen, wo du gerade dran vorbeigelaufen bist, den großen? Okay. Dann ab nach oben. Von oben einfach runterholzen dann. Schon. Voll einen auf Jungle Hippie machen hier. Ach komm. So. Lol, ja, danke. Ja. Sowas ist auf jeden Fall sinnvoll. Was machst denn du? Warum holst du das von hier unten ab? Weil ich ja irgendwie hochkommen muss. Ich guck sie so um. Oh, Alter. Lol. Ja. Sorry. Ja, sorry, ich wollte eigentlich den Baum hier mal abstarten. Warum bist du nicht an den Indianen hochgegangen an der Seite? Weil da keine waren und weil direkt über mir halt ein Holzblock war. Okay. So. Ups. Alter, seit wann haben denn diese Äste so viel Holz dran? Lol. Ja. Okay. Das will ich auch machen. Das ist auf jeden Fall jetzt schön. Ja, kannst du kurz aufhören, bitte? Kannst du kurz aufhören, bitte? Alter. Ja, jetzt sind wir ganz unten. Das ist ein Loch im Baum. Ja, weißt du, ich sag, du sollst kurz aufhören, aber... Ja, toll, jetzt muss ich mir immer hochbauen. Unnötig. Ich hab meinen eigenen Kopf. Ja. Manchmal wär's besser, wenn's nicht so wäre. So. Weißt du, das nicht mal die. Warum hast denn du die Ding nicht abgeholzt? Diese Äste. Du bist ja dran vorbeigegangen. Hä, die ganz oben. Den hier, wo ich gerade auf der Höhe, wo ich gerade ungefähr bin, da der über mir oder so. Da bist du noch vorbei gebasht. Aber egal, ich hab ihn weggemacht. So. Wie hast denn du jetzt eigentlich mittlerweile für Holz? So ein Stack rum, oder? Ein bisschen mehr. 50. Okay. Magst du das Gold nehmen? Ja. Ich hab auch noch. Was habe ich denn noch? Presto Plate, ja. Ist ja Presto Plate. Ich habe auch noch Diamanten und Emeralds und sowas. Also wenn du willst, das kann man irgendwie stacken, das so, weißt du. Also falls du auch sowas hast, dann kannst du mir das ergeben. Oder ich gebe dir das, dass wir das so stacken können, dass wir nicht allzu viel, ne, und sowas, was ich meine. Jo. Weil du hast auch ein Emerald gefunden, oder? Oder zwei oder drei oder vier. Den habe ich dir zugeworfen. Ach so, ah, okay. Habe ich den noch eingesammelt? Ich glaube schon, ja. Okay, ich habe jetzt nämlich 4. Davor hatte ich, keine Ahnung. So. Also den hier, den ich jetzt gerade mache, sollte man noch abmachen. Dann nochmal so einen ganz großen. Dann haben wir, ja gut, ja, dann hätten wir eigentlich halbwegs genug. Also ich habe jetzt 60 und dann habe ich noch 5, wie heißt das? Saplings. Okay. Ja gut, Saplings, weiß ich, ob wir die brauchen. Ob wir, oder... Dann müssen wir als nächstes Mal nicht mehr so weit laufen. Ja, doch, das stimmt, ja. Dann können wir so einen großen Baum machen oder so. Ja. Dann machen wir halt, dann gucken wir, dass wir jetzt hier quasi das hier so machen und dann nach Hause gehen, dann auch die Aufnahme beenden, oder? Ja. Warte mal, Arik hat mir gerade geschrieben. Mhm. Weil der meinte, ob er irgendwie früher kommt. Aber warte mal. Wann wärst du denn dann da? Sagst du dem Gruß von mir? Nö.
Okay. Ja, kann ich nachher machen, wenn er da ist. Nee, jetzt. Nee. So. Aber du musst auch die Saplings mitnehmen dann, ne? Hier liegen noch welche rum. Warte, ich hol die mal kurz. So. Okay, dann lass mal hier weiter reinlaufen, oder? Entschuldigung. Wir sind parallel wie immer. So schwer, so schwer. Fick dich, fick dich. Oh, wie geil ist die Musik und Lache. Mach das ja nicht. Oh, oh. Ich hab meinen Haufen auf dem Stein platzieren.